Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin wie immer der Shorty von der Test Area und ich habe heute wieder eine kleine Mod-Vorstellung für euch. Und zwar Fahrzeuge unter Mähtechnik haben wir einen Mod von Arthur wieder. Wir hatten schon mal einen Big M 450 vom Arthur vorgestellt. Das ist aber eine Weiterentwicklung, kann ich euch nur sagen. Wenigstens das Zugucken lohnt sich. Also, wir haben daneben das Original, 380.000 Euro. Das ist bei dem Mod vom Arthur 380.000 Euro gleich. Das Original hat 449 PS. Der von Arthur hat 449 bis 820 PS. 83 km/h Spitze bei 15,6 Tonnen. Oh, das ist der Mod. Nur 40 km/h Spitze auch bei 15,6 Tonnen. Das ist das Original. Das Original hat 10 Meter Arbeitsbreite bei 25 km/h Arbeitsgeschwindigkeit. Der Mod vom Arthur hat 21 Meter Arbeitsbreite bei 35 km/h Arbeitsgeschwindigkeit. Schauen wir rein, gucken wir uns an. Man sieht schon hier, ne? Durchfahrhöhe ist zu beachten, aber das wird keine Probleme machen. Das kennen wir. Und was hier hinten wieder ist, ihr seht, wir haben auch hier wieder eine Anhängerkupplung mit Zapfwelle. Sehr praktisch, um da Ladewagen dran zu hängen. Zum Beispiel den Ladewagen von Arthur. Wir haben verschiedene Reifenhersteller. Trelleborg, Michelin, Continental, BKT, Friedestein. Und dann sind wir wieder bei Trelleborg. Wir haben sogar verschiedene Reifenvarianten. Und zwar können wir Zwillingsbereifung vorne auswählen, wer das möchte. Schicke Sache. Motorausführung haben wir einmal original 449 PS, einmal hochgezüchtet 820 PS. Wir haben die Hauptfarbe, die wir ändern können, und wir haben die Felgenfarbe, die wir ändern können. So, und natürlich Kennzeichen, wer mag, nicht? So, gucken wir uns das Schmuckstück im Original an. Es ist ein großes Fahrzeug. Die Textur ist wieder Giants Original Standard. Da gibt es nichts zu meckern. Hier nochmal Anhängerkupplung, ne? Kugelkopf, Clownkupplung mit Zapfwelle. Also da kann man sicherlich einiges kombinieren. Von innen natürlich auch wieder Original Standard. Gibt es nichts zu meckern. Ich schmeiß mal den Motor an. Ja, neue Sounds. Haben wir auch nichts anderes erwartet. Ne? Ich werde jetzt mal vorsichtig versuchen, auf gerade Strecke zu gehen. Ohne zu kollidieren mit dem Verkehr. Ist ja immer so eine Sache. Ne? Und ich muss mich noch an die langsam funktionierende Lenkung immer noch gewöhnen. Im 19er war die ja schneller. So, ich gebe Gas. km/h, in der Tat, das war kein Problem. Okay, da ich ja jetzt ja ein Grundstück habe mit einem bisschen Wiese drauf, glaube ich, könnten wir den auch gleich mal antesten, wie das hier aussieht. Selbst wenn das keine Wiese ist, es ist egal, es geht mal hier einfach ums Aufklappen, ne? So, ich drücke X, Achtung. So am besten. Alter Verwalter. Nochmal zurück. Das nenne ich doch mal Flügelspannweite, oder? Da kann man doch echt nicht meckern. Was ist hier drauf? Sojabohnen. Die können wir leider nicht mähen. Das ist aber nicht schlimm. Das ist aber nicht schlimm. So, ich mache mal F1-Menü auf. Ja. Ausgewählter Arbeitsmodus Breitablage. Mit Steuerung Z können wir von Breitablage auf Schwartablage, also in der Mitte. Schwart auf der linken Seite, Schwart auf der rechten Seite, wieder auf Breitablage können wir da wechseln. Alles klar. Wunderbar. Also wir kriegen das hier nicht gemäht, ne? Aber das ist vorne. Hinten.
Der Helfer sagt hier natürlich, er macht nichts. Das ist klar. So. Klappen wieder zu. Machen den Motor aus. Ich würde sagen, feine Sache. Oder? Mit dem Monster hier, 21 Meter bei 35 km/h, da kriegt man richtig was gemäht. Mäh. Ihr Lieben, das war's wieder. Vielen Dank fürs Zugucken, fürs Mitmachen, fürs dabei sein. Arthur und ich freuen uns schon wieder auf eure Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft dem Kanal, das hilft mir und somit hilft es auch euch. Ich bin und bleibe der Schotti von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen, was in der heutigen Zeit am wichtigsten ist. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.